Ich freue mich, dass wir eine Veranstaltung haben zu der Frage, wie viel Religion verträgt eigentlich unsere Gesellschaft? Unser Bundespräsident AD Wulff wird noch einmal Stellung nehmen zu seinem geflügelten Wort von damals, der Islam gehört zu Deutschland. Kann man das eigentlich heute noch so sagen? Und wir werden anschließend muslimisch-christlich auf dem Podium darüber diskutieren. Und ich bin sehr gespannt, was da einerseits an Spannungen, aber andererseits auch an Alltäglichkeiten, an gutem Zusammenleben in Deutschland zwischen den Religionen, zwischen Muslimen, Juden, Christen deutlich werden wird. Das ist schon toll, dass es solch eine Frage inzwischen aufs Hauptpodium hier in den Veranstaltungsreihen geschafft hat. Und es zeigt auch, wie viel Interesse einfach da ist, über solche brennenden Fragen nachzudenken.